Pizza aus dem Automaten essen. Let's go! Das ist A&O-Hostel und da ist angeblich der Pizza-Automat. Also, let's go! Ich habe ein bisschen an seiner Existenz gezweifelt. Aber er steht da wirklich. Es dauert 3 Minuten, bis sie fertig ist. Und es gibt 7 verschiedene Sorten. Ich entscheide mich für die vegetarische mit Grillgemüse. 8,90 Euro. Ihr seht nochmal alle Zutaten hier aufgelistet. Und könnt die Pizza dann entweder kalt oder heiß bestellen. Ich nehme sie heiß, denn ich will sie natürlich gleich probieren. Der Automat hat gelogen. Es sagt jetzt hier 5 Minuten. 3, 2, 1 und sie ist fertig. Riechen tut sie schon mal super lecker und deshalb packe ich sie gleich aus. Die sieht echt richtig gut aus. Und was super praktisch ist, sie hat einfach ein Messer dabei. Und kommt auf einem Teller. Leider ist sie nicht zu knusprig. Aber wir haben sie lange genug angeschaut. Jetzt wird probiert. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich super skeptisch war. Aber das gegrillte Gemüse sieht richtig lecker aus. Der Boden ist schön braun. Und auch richtig knusprig. Mein Fazit? Solide Pizza.